Nachdem wir jetzt im letzten Video den Shadow Loader installiert haben, ist natürlich jetzt interessant, wie kann ich einen Link in den Shadow Loader einfügen und die Datei, die sich hinter dem Link versteckt, herunterladen. Dazu bin ich jetzt hier mal auf eine Uploaded-Webseite gegangen und habe eine Testdatei hochgeladen. Als Voraussetzung im Shadow Loader würde ich euch empfehlen, hier oben diesen Haken gesetzt zu lassen. Das ist die Zwischenablagenüberwachung. Das heißt, alles, was ihr in eure Zwischenablage kopiert, also was ihr kopiert quasi mit Steuerung C oder Rechtsklick kopieren, wird überwacht. Und wenn der Shadow Loader dort einen Link findet, den er herunterladen kann, wird er hier in den Linksammler eingefügt. Genau das machen wir jetzt mal. Ich gehe nochmal auf die Uploaded-Seite, gehe hier oben in die Adresszeile und mache einen Rechtsklick auf den Link und sage Kopieren. Ihr könnt natürlich auch Steuerung C verwenden. Jetzt öffne ich wieder den Shadow Loader und sehe im Linksammler hier oben, dass die Datei eingefügt wurde. Die kann ich mit Plus hier aufklappen und sehe den Namen der Datei, sehe den Hoster, sehe die Größe der Datei und sehe auch, wo er die hinladen möchte. Das sehe ich, wenn ich einfach hier oben auf das Paket klicke. Hier könnte ich jetzt noch den Download-Pfad ändern, indem ich hier auf Auswählen gehe. Hier kriege ich meinen Computer mit meinen Ordnern angezeigt. Ich lasse jetzt hier mal Downloads einfach ausgewählt. Und hier hinten dieses JD Package Name heißt, er legt einen extra Ordner an mit dem Namen dieses Paketes. Und der Paketname steht ja hier, Data 100 MB in Klammern 1. Das kann ich jederzeit ändern. Kann zum Beispiel sagen Testdatei und klicke jetzt hier unten auf Alle Downloads starten. Jetzt bekomme ich die Meldung, dass ich im Free-Modus lade und ob ich mir nicht überlegen möchte, einen Uploaded-Account zu kaufen. Das kann man natürlich tun, das wollen wir aber nicht. Ich klicke hier mal auf Nein. Jetzt startet der Uploaded-Download im Free-Modus. Dazu muss ich ein Capture lösen. Deshalb springt hier der Chat-Unloader mal kurz in den Browser. Und ich kann hier nochmal aussuchen, ob ich diese Browserschleife aktiviert lassen möchte. Das würde ich empfehlen, denn da sind die Captures einfacher zu lösen. Hier kriege ich das Capture jetzt nochmal angezeigt, gebe ein, was ich sehe, bestätige mit Enter. Jetzt muss ich bei Upload kurz warten. Und jetzt startet der Download. Wie man sieht, halt durch den kostenlosen Modus ziemlich langsam und es dauert auch lang, bis die Dateien fertig sind. Hier bekomme ich so ein Warnschild angezeigt. Ich vermute mal, weil halt die Geschwindigkeit sehr gering ist, aber das ist im Free-Modus ganz normal. Also ihr habt jetzt gesehen, wie man eine Datei in den Shadow Loader einfügt und herunterlädt und das auch noch kostenlos.